Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich freue mich, dass wieder Handel ist. Ostern, ich hoffe, ihr habt es schön und gemütlich verbracht. Es war ein ganz besonderes Ostern dieses Mal. Eher mit Videokonferenzen als großes Family-Treffen. Naja, da müssen wir durch. Da muss auch der Markt durch diese Lockdown- und Lockdown-Folgen in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich sehe, ich habe ja auch noch Folgen von letzter Woche. Nämlich ganz viele Marken, die ich jetzt hier erstmal aufräumen muss. Also, die Geschichte letzte Woche war ja, dass wir hier noch einen Top hatten. Das haben wir rausgeräumt. Also, ein 1, 2, 3 Top ist jetzt nicht zu sehen, sondern wir gehen eben über die 10.142 und eben auch damit über diese Marke im Tageschart, wo wir eben einen Boden gebildet haben. Also ein 1, 2, 3 Tief, das bisher unbestätigt ist. Ja, ich habe es heute Morgen schon gesagt, läuft das Ganze stark ab. Es ist eine starke Bodenbildung, da müssten wir einen relativ direkten Durchmarsch bekommen bis 11.487. Wenn das kein starker Boden ist, dann sehen wir mehr oder weniger früher oder später einen Rücklauf in Richtung 10.142. So oder so könnte es diesen Rücksetzer geben. Es ist nicht garantiert, dass er kommt, aber wenn er kommt, dann wäre das eben die nächste Entwicklungsstufe sozusagen in dieser Entwicklung der Bodenbildung, die wir haben. Was jetzt kurzfristiges Bild angeht, da kann man jetzt systematisch wieder sich Schritt für Schritt nach vorne hangeln, indem man sich die vorbörslichen Grenzen betrachtet und ausgehend von diesen vorbörslichen Grenzen mit diesem Trendfilter arbeitet. 8 Uhr bis 8:38 Uhr, es sind das Hoch und Tief, es ist nicht ganz richtig. Wir haben ja noch mal ein bisschen einen Tick höher gehabt um 8:05 Uhr. Also vorbörslichen Grenzen stehen fest. Der SPX technisch betrachtet gestern mit einem schwächeren Handel. Ostermontag war ja hier geschlossen. Die deutsche Börse in den USA wurde gehandelt. Wir haben hier diese Eröffnung auf einem höheren Hoch im SPX. So, 4-Stunden-Chart, da ist er. Also wir haben ein höheres Hoch im 4-Stunden-Chart, einen Rücksetzer. Also quasi hier eine 1, 2, wo ist mein Zeichentool hier? Also hier Rücksetzer am Ostermontag an der Wall Street, eine 1, 2 und eine X sozusagen da. Hier kein tieferes Tief in der Marke gekommen ist, an der Stelle wurde gekauft. Ja, also das ermöglicht jetzt einen bullischen Druckaufbau inklusive höherer Hochs im SPX. Gleichzeitig heißt es ermöglichen, dass sowas kommen könnte. Nicht, dass es garantiert kommt, sondern den Weg dorthin muss man jetzt auch wieder überprüfen. Ein kleines 1, 2, 3, mit dem wir hier arbeiten können. 1, 2, 3, top. 2.879,78. Das hier schon von den frühen Morgenstunden, also eine 1, 2. 3 sind bis zum 1.618 runtergelaufen und jetzt ist die Frage hier, wird da gerade dieses Tief bestätigt, das Top bestätigt oder wird es ausgehebelt? Ein Anstieg über 2.809,78 und ein Halten dieser Marke ermöglicht einen bullischen Druckaufbau, dann eben auch mit höheren Hochs. Peter S., schönen guten Morgen an dich, grüß dich. Und auch an Jan L., den Winfried, Marco Mike, Crazy John Albi, Rainer, Stefan M., Crash X. Schönen guten Morgen an euch. Herzlich willkommen an Bord. Ignatius, Frank, Thorsten, Alexander, Thomas L., herzlich willkommen an Bord. Meister Jakob, so ein neuer Name hier an Bord. Auch an dich. Schönen guten Morgen. Robert Langnickel, auch ein neuer Name hier an Bord. Herzlich willkommen an dich. Christine, schönen guten Morgen, Huckleberry Finn. Gabi und Benedetto.
haben heute Morgen geschrieben. Schönen guten Morgen an dich. Ihr habt vorhin geschrieben, habt ihr Ton? Also ich hoffe, der Ton hat funktioniert und bei Espresso und Espresso war auch zu hören. Ansonsten ist 7C Espresso dann in den frühen Morgenstunden eben, also so um 8:15 Uhr, auch als abrufbare Version auf unserem YouTube-Kanal. Also das ist eine alternative Version. Wer live die Sendung verpasst hat, kann die auf unserem YouTube-Kanal in der Playlist der 7C Espresso sich auch anschauen. Frank Skep, schönen guten Morgen an dich. Auch herzlich willkommen an Bord. Gunne, guten Morgen, HS. Lauter neue Namen. Klaus K. Peter A. Schönen guten Morgen an euch. Zafer, Gunther, Bartek, Jakob, Michael, Björn, Ute, Jakob, Thilo und Lukas. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. ThyssenKrupp hier macht ein höheres Hoch über dem Hoch vom 25. März, 6:12 lag dieses Hoch. Geht über die erste 5-Minuten-Spanne 7,8% nach oben. Bei Aktien kann man das Gleiche machen, was ich hier bei im Germany 30 auch mache. Man kann sich die erste 5-Minuten-Handelsspanne, weil es gibt ja keine Vorbörse. Also man kann schon eine Vorbörse sich anschauen über die Präsenzbörsen und kann dann da eben hoch und tief abstecken. Das Gleiche kann ich auch tun bei Nasdaq-Aktien, also zum Beispiel US-Aktien, NYSE-Aktien, AK-Aktien, AMEX-Aktien und so weiter, indem ich die jeweilige Vorbörse im elektronischen Handel mir anschaue und kann dann eben ausgehend von dem vorbörslichen Handel mir die Geschichte anschauen. Wo sind hoch und tief und dann im Präsenzhandel, wenn das Volumen da ist, dann kann ich dann, wie sagt man, kann ich dann gucken, okay, gehen wir aus diesen Grenzen raus oder sind wir innerhalb der Grenzen, bleiben wir also in der Seitwärtsbewegung oder gehen wir in eine Trendbewegung. Und da ist auch, sind dann auch Schlusskurse wichtig, wie es eben beim DAX dann auch ist. Im DAX schaue ich mir zwischen 8 und 9 die Spanne an. Und guckt dann, okay, kriegen wir einen Minutenschlusskurs, der drüber ist. Und guckt mir dann nochmal an, einen zweiten Minutenschlusskurs, der nochmal über dem Hoch der Kerze, die vorbörsliche Spanne verlassen hat, auch nochmal da drüber liegt, um eben möglichst einen nachhaltigen Ausbruch zu bekommen, um eine Trendrichtung zu bekommen. Die Vorgaben im SPX sind jetzt erstmal die, dass wir die 2809,78er nicht überschritten haben. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier diese Marke erobern und auch drüber schließen, die verteidigen. Und dann wird es da besser aussehen. Und genauso auf Schlusskursbasis hier, die ThyssenKrupp hat eine 100% Extension der ersten 5-Minuten-Spanne nach oben gemacht, schließt aber. Nun ist eine Minute noch Zeit, aber so wie es aussieht, schließt sie nicht über dem vorbörslichen Hoch. Also 5-Minuten-Schlusskurs, also der ersten 5-Minuten-Handelsspanne, kann sie nicht verlassen. Jetzt guck mal, die Unterkante kann man sich jetzt anschauen, der ersten 5-Minuten-Spanne, ob die gehalten werden kann. Bartek fragt, nach den Fibos und Fibo-Levels. Also ich habe zwei Tools. Das Fibonacci Retracement Tool habe ich ein bisschen missbraucht, um die vorbörsliche Spanne damit einzuzeichnen. Die Einstellung dafür siehst du hier unter Werte. Also im Grunde 0, 1, 2 und minus 1 und 0,5. Und das FibEx, also Fibonacci-Preiserweiterungstool, das nehme ich, um 1, 2, 3 Projektionen zu machen, also von dem Impuls 1, 2, 3, 4 und so weiter, sind hier die Werte eingezeichnet. Wichtig ist auf der linken Seite den Haken nicht vergessen. Also ich habe 0 und minus 1, das ist quasi hier ist der Ausgangspunkt oder der Endpunkt.
minus 1 ist die minus 100 hier und dann gibt es eben 61,8, 1,61,8, 5,81, 4,23, 0,61,8, 0 und die 1,0. Und das Ganze könnt ihr dann, wie beim Fibonacci Retracement Tool auch, wenn ihr dann auf Standard klickt und dann Ihre Einstellung als Standard setzen, dann könnt ihr auch die Farbe speichern. Wenn ihr dann auf OK klickt, dann bleibt es auch so eingestellt, wie ihr das haben wollt. So sollte das klappen. Infineon sage ich schon, ThyssenKrupp hält hier die 5 Minuten Spanne nach unten. Zwar nicht perfekt, aber hält. Nico fragt, wie sieht es aus bei Infineon? Kann ich mir gerne anschauen. Ticker-Symbol ist hier IFX für Infineon. Bei Infineon war es ja, ist ja so, dass wir hier oben, 12. Juni, eine Abwärtswelle haben, eine 1, eine 2. Und eine 3 sind jetzt auf ein tieferes Tief gegangen, nachdem wir eben die 2074 nicht erobern konnten. Haben jetzt wie im DAX auch so ein schnelles 1, 2, 3 Tief hier gebastelt. Und man kann sich aber hier von der Abwärts, von diesem 1, 2, 3 Top immer noch an den Fibo-Marken hier orientieren, die 100% Extension von diesem ursprünglichen Impuls nach unten liegt bei 15,73. Diese Marke ist immer noch und galt am Donnerstag als Unterstützung. Widerstand nach oben 17,64. Man kann aber auch, wenn man möchte, diese schnelle Bodenbildung hier 1, 2, 3. Und dann hatten wir ja hier ein höheres Hoch, zweimaliger Test, dann der 12,63. Auch nach oben projizieren, um weitere Fibo-Extensionsmarken, Unterstützung und Widerstände zu bekommen. Das ähnelt sich natürlich, weil der DAX ja auch sich so quasi in Bodenbildung hat. Also dieses Muster hier, diese schnelle Bodenbildung mit diesen ganzen Kurslücken dazwischen, die sieht man in vielen Aktien. Und insofern kann man das zusätzlich machen, aber Aussage ist, unter 2074 ist hier das Top-Aktiv wichtig und spannend wird es dann eben übergeordnet im großen Bild für Infineon wieder, wenn wir über 2074 gehen sollten. Michael Stuckmann fragt, wo wären auf der Unterseite Ziele bei Verlassen der 10,680?
Also eine Orientierung zeichne ich automatisch immer ein und das wäre eine Extension der Vorbörslinienspanne nach unten. Das wäre ein möglicher Rückgang also im Bereich von 10, 6, 15. Aber das wäre also was, was zum Beispiel ThyssenKrupp gemacht hat. Also hier erste 5 Minuten Handelsspanne. Ja, im 5-Minuten-Chart sieht man es besser. Extension dieser Spanne nach oben um 100% war dann eben auch jetzt das bisherige Tageshoch. Das sieht man im Germany 30 dann auch, wenn es nachhaltige Ausbrüche in die eine oder andere Richtung gibt. Aber auf dem Weg dorthin kann man auch, also die Folge ist von dem, was ich mir anschaue, ist, bekommen wir einen Ausbruch nach unten, also so eine Kerze, die drunter schließt, ja, dann gucke ich mir diese Kerze an, das Tief von dieser Kerze, und ich möchte dann, dass ein weiterer Schlusskurs dann unter dieser Kerze kommt. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist erstmal die vorbörsliche Spanne nachhaltig verlassen. So, damit ist noch kein Trend aufgebaut. Weil nämlich dieses Verlassen der vorbörslichen Spanne auch dazu führen kann, ich zeichne jetzt wieder einen möglichen Kursverlauf, dass wir ein 1, 2, 3 bekommen. Ja, ein 1, 2, 3 tief. Die Bedingung dafür ist, dass wir zumindest mit einem Tick das vorbörsliche Tief verlassen haben nach unten. Das ist bisher nicht der Fall. Damit ist jetzt das, was sich hier bildet, immer noch einer Seitwärtsspanne zuzurechnen. Ja, auch das, was hier jetzt sich bildet, dieses 1, 2, 3, ja, kehrt ja eigentlich einen trendlosen Markt um und das geht nicht. Ja, also man muss schon zumindest den Versuch gesehen haben, dass ein Abwärtstrend gebastelt wird und den kann man dann umdrehen in einen neuen Aufwärtstrend, in eine Trendwende. Also das ist bisher nicht gültig. Innerhalb der vorbörslichen Spanne ist das halt immer alles ja, seitwärts halt. Ja. Und ein Seitwärtsmarkt funktioniert so, dass er mal nach oben überschießt, mal nach unten überschießt, aber insgesamt keine Richtung findet. Und das ist dann immer mit sehr vielen Fallen versehen. Da kommen elektronische Handelsprogramme und eben Trader, die mit Oszillatoren im Stochastik arbeiten, zum Beispiel sehr gut klar. Aber wenn man wirklich Trends handelt, was die meisten tun, dann muss man erstmal darauf warten, dass sich ein Trend aufbaut. Also, die Folge wäre für jetzt eine ideale Entwicklung für eine Bewegung abwärts, Schlusskurs unterhalb der vorbörslichen Spanne unterm Tief, dann Signallinie unterschreiten, also nochmal tieferen Schlusskurs und dann von mir aus Ausweitung der Bewegung und dann im 10-Sekunden-Chart kann man dann, dass sich das schnell bildet, auf ein 1, 2, 3 Top achten. So. Und dieses 1, 2, 3 Top, das kann ich dann wieder mit einem Fibonacci-Preiserweiterungstool abmessen, um mir dann mögliche Ziele auf der Unterseite zu erarbeiten. Also diese Schritte muss man abwarten. Jetzt zu sagen, wie stark dieser Impuls hier sein wird von einem 1, 2, 3 Top und ob es überhaupt zum Verlassen der vorbörslichen Spanne kommt und dann schon mal Ziele zu berechnen, das ist zu weit in die Zukunft gegriffen. Das funktioniert nicht. Also lieber, natürlich kann ich irgendwie antizipieren und mir mögliche Szenarien zurechtlegen. Da könnte auch der SPX helfen. Ja, also wenn ich jetzt hier sehe, okay, 2,797,86 unterschreitet der, dann hätte ich hier Platz 2,790. Und da ich hier ungefähr einen Gleichlauf habe, kann ich ja auch prozentual messen, wie weit wäre das nach unten und kann das in DAX-Punkte umrechnen. Also solche Dinge kann ich machen, aber grundsätzlich sollte ich immer weg bisschen von dem Antizipieren und eher interpretieren, das, was der Markt wirklich konkret tut. Weil sonst, wenn ich antizipiere, handle ich so meine eigene Geschichte, die ich mir zusammenlege. Und da kommt man schnell in eine Falle, die sich Bias nennt, will ich gleich was dazu sagen. Ein Bias, was ist das? Das ist eine Grundhaltung, die man hat. Ja. Man hat zum Beispiel ein Muster, wo ist eine Linie? Ich nehme mal hier den Chart von, oder das Fenster von der ThyssenKrupp. So, also Chartverlauf. Ja. Man hat zum Beispiel hier so eine Rallye, hat ein 1, 2,
3 Top, das sich hier bildet. Ne? So, der Plan ist, den man sich fasst, wenn man, sagen wir mal, einen Trading-Tag vorbereitet, ist der Markt ist short. Ja? Also ich setze auf fallende Kurse. Möchte hier diesen Punkt leer verkaufen. Ja? Das könnte ja ein Plan sein, den man sich macht als Vorbereitung, bevor der Handel dann losgeht. So. Dann geht der Markt nach unten. Ah, und dann versucht man, dann erstmal ist man nicht in den Markt gekommen, man sieht, oh, das ist eigentlich eingetreten, der Markt ist short, man ist nicht dabei. Ja? Also Markt ist short und geht dann immer weiter runter und man sagt, okay, ich habe das verpasst. So, und dann wäre eine Möglichkeit, was dann viele Trader machen irgendwann, lassen sich halt von der Abwärtsbewegung reinziehen und gehen short. Ja, setzen einen Stopp irgendwo, wo es überhaupt gar nicht möglich ist, hier einen Stopp zu setzen. Und dann kommt der erste Impuls aufwärts. Ja. So, erster Trade ausgestoppt. Ja, also X. Eigentlich hat der Trader dann das gemacht, was er eigentlich gar nicht machen wollte, sondern wollte er hier oben short gehen. Ja. So, dann ist die Geschichte, es geht nochmal tiefer. Oh, ich hätte eigentlich recht gehabt. Ja, und geht vielleicht nochmal short. Jetzt gibt es wieder eine Gegenbewegung und dann kein tieferes Tief. Ja, dann haben wir sowas wie eine SKS, ist wieder ausgestoppt. Ja. Also zweiter Trade ist auch weg. Wieder irgendwas gemacht, was gar nicht der Plan war. Und dann, ja, das ist doch so eine inverse Schulterkopf. Also könnte ich doch eigentlich long gehen. Ja, und was der Markt dann macht, geht nochmal auf ein tieferes Tief und dann ist schon der dritte Trade weg. Ja, einfach nur, weil das Bias hier short war und ist nicht rein und macht dann einen Revenge-Trade und irgendwelche anderen Trades und macht irgendwas. Und was der Markt dann typischerweise macht von dem tieferen Tief, wo dann auch die Long-Position ausgestoppt wurde, ist eben brutal hier nach oben zu laufen. Ja, und es ist immer wieder so, dass eben dann Trader das Ursprüngliche, was sie machen wollten, auf keinen Fall dort mehr in den Trade reingehen. Ja, weil es sind drei Sachen schon schief gegangen. Hier oben in so eine starke Bewegung dann short, so zermürbt worden von dieser Bewegung unterwegs, dass an der Stelle eben die meisten dann ihren ursprünglichen Plan nicht mehr umsetzen. Ja, und dann auch die Bewegung abwärts nicht mitmachen. Ja, so oft passiert das immer wieder. Deswegen das Thema Bias, also Grundhaltung, antizipieren und irgendwas traden, was man sich so an Geschichte erzählt. Und ich meine, wir haben alle ungefähr so die gleichen Aufbau vom Gehirn. Wir erzählen uns ständig. Ständig ist so ein Strom an Gedanken. Und wenn man sich davon beeindrucken lässt, gerade im Trading, dann ist halt wie bei Odysseus die Sirenen, die heulen immer und erzählen immer und man lässt sich da so reinjagen. Ne? Nein, macht es nicht. Ja? Das Trading ist am Ende des Tages, wenn man es halt systematisch macht, langweilige Geschichte. Ja? Lass den Markt sich hier verabschieden. Ja, so what? Preisalarm rein, vielleicht irgendwie ein bisschen drunter unter der Action-Marke, dass man noch Zeit hat, dann aktiv zu werden. Also einfach Preisalarm rein und dann, was weiß ich, mit dem Hund spazieren gehen oder was essen, was kochen, was lesen, ja, je nachdem, was ihr so macht. Aber nicht in diesen Modus verfallen, zu antizipieren, weil das ist nicht systematisch. Und da gibt es so viele Beispiele von Geschichten, die Leute dann machen. Bias zum Beispiel auch, schöne Geschichte, typisch für den DAX, was man sieht. DAX ist wochenlang in der Seitwärtsbewegung. Ja? Also wenn man das Problem haben wir jetzt zur Zeit nicht. So, Seitwärtsbewegung. Ja? Die Trader sind drauf getrimmt, irgendwann hier immer wieder short zu gehen, wenn der Markt mal stark ist. So. Das entwickelt sich in so einem Seitwärtsmarkt, weil die Trader sich daran gewöhnen, zu so einer Cash-Cow, ja, mega Geschäft, ja, lohnt sich immer wieder, solange der Seitwärtsmarkt sich weiter fortsetzt. So. So, dann sehen wir einen Ausbruch. Ah, das sind noch übertriebener, als es davor war, also short.
So, und dann haben wir Bestätigung, mal ein höheres Hoch. Oh, noch mehr Short. Ja. So, dann oh, noch mehr Short. Ja, eigentlich haben wir gar keine Seitwärtsbewegung mehr, sondern eigentlich eine impulsive Aufwärtsbewegung. Und was machen die Leute, die ihren Bias haben? Ja, das muss doch fallen, wie es zuvor auch gemacht hat, immer wieder Short, in den Starktrend rein. Bis halt nichts mehr auf dem Konto ist. Ja. Also so Sachen sieht man. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, und deswegen mache ich das auch, dass man unterscheidet, sind wir in einem Seitwärtsmarkt oder sind wir in einem Trendmarkt, in der Trendbewegung. Und entsprechend muss man eben auch sein Trading anpassen. Ja. Das ist halt sehr wichtig. Germany 30 bewegt sich nicht mehr, sehe ich jetzt auch. Die vorbörsliche Spanne verlasse nach unten. Marktstatus, Xetra. Wird grün angezeigt. SPX läuft weiter. Germany 30 aus irgendeinem Grund nicht. Ich versuche rauszubekommen, an was das liegt. Also sobald ich dazu was weiß, sage ich was, werde ich euch das wissen lassen. Gleich offen bei 14.000, ja genau, Thomas L. Nein. Also Xetra Market Status wird immer noch auf grün angezeigt. Das ist dann etwas, was dann normalerweise ausfällt. Also xetra.com, so ein Punkt, wo ich hingehe, wenn ich sehe, okay, da passt was nicht. Ich habe auch die Kollegen gefragt. Hier gibt es also wohl im Referenzmarkt Probleme beim Handel. Glücklicherweise nicht so arg viel passiert bisher. SPX läuft mehr oder weniger seitwärts, also die US-Futures laufen weiterhin. Gibt hier vom Referenzmarkt bisher also auch keine Mitteilung diesbezüglich, also von der Eurex. Wahrscheinlich jetzt auch selber mal beschäftigt zu gucken, wenn es da technische Probleme gibt, was da ist.
SPX ist da, Gold ist da, WTI ist da, US Futures handeln. Tilo schreibt Windows 98 Update auf XP. Naja. Die Zetra-Plattform hat irgendein Problem. Also wie gesagt, also auf Xetra.com wird das alles leuchtend grün angezeigt. Da gab es noch kein Update. Von dort. Jetzt sind wieder gewisse Kurse da. Der SPX bewegt sich jetzt nach oben. Als ob der Germany 30 da jetzt mit dieser Notierung, die wir gerade haben, passend ist, stellt sich auch da die Frage. Also bisher weiß niemand was. Auch DPA bisher nichts gemeldet. Jo. Ist vielleicht Zeit, ein bisschen über Money Management zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Was ist ein R? Das sollte man bestimmt haben. Also was ist mein Risiko pro Trade? Wenn ich jetzt 2000 Euro auf dem Konto habe, dann muss ich mir überlegen, wie groß ist mein Risiko pro Trade? Und man muss damit rechnen, dass man, sagen wir mal, einfach Simulation 10 Fail Trades in Folge hat. So. Jetzt muss ich psychologisch, logisch durchspielen, wie der Drawdown ist nach 10 Fehltrades bei 2% Risiko, 1% R, 0,5% R. Grundsätzlich sagt man ja, bei einem kleineren Konto muss ich ein höheres Risiko eingehen. Höheres Risiko heißt aber gleichzeitig auch, ist es wirklich notwendig? Ja. Also eigentlich, je nachdem, was man erwirtschaften möchte, müsste man eigentlich ein größeres Konto haben, um eben bei normalem Risiko traden zu können. Mal so als grundsätzliche Info. Aber dennoch, um das durchzuspielen, wenn ich 2% Risiko habe, dann habe ich quasi hier nach 10 Trades €400 verloren. 400 € Verlust ist gleich 1600 € noch auf dem Konto. Hier unten hätte ich quasi 200 €, 1800 Konto. Hier unten hätte ich 100 € ist gleich 1900 Konto. Nach so einer Serie aus 10 Failtrades. Früher oder später kommt es, dass so eine Serie aus Failtrades kommt. Das passiert Goldman Sachs, das passiert
den besten Pop-Tradern, das passiert jedem. So, und wo beginne ich mental mich auszuklinken? Ab welchem Verlust? Ist es bei mir 1500? Wenn ich das Konto mal 2000 war, ist nur noch 1500. Fängt es bei 1300 an? Fängt es schon bei 1600 an? Schon bei 1800? Und wenn ich mich mental ausklinke und sage, okay, jetzt nehme ich die Angel, schmeiße ich weg und warte nicht mehr, bis der Fisch anbeißt, sondern ich schmeiße die Angel weg und versuche den Fisch selber rauszuholen, indem ich ins Wasser springe und ihn mit eigenen Händen versuche zu fangen, also mit der Brechstange. Wenn das kommt, so weit sollte man es nicht kommen lassen, um das kurz zu machen. Deswegen muss man im Vorfeld sich überlegen, was ist mein R, um eben in so einer Phase, wo es eben schlecht läuft, das wird früher oder später kommen, dann cool bleiben zu können. Ja, so muss das im Vorfeld das R hier bestimmen. Ganz wichtig. So, und dann geht es darum, sich durchzurechnen, was ist mein System, was hat es für eine Trefferquote, was für einen Erwartungshorizont hat dieses System, das ich handle. Und bevor ich da weiterrede, kurze Info zum Future. Also der Future, der die Referenz ist für den Germany 30, preist derzeit nicht. Es gibt auf der Seite der Eurex einen Testservice, der ist down. Das betrifft Einzelaktien. Also es gibt derzeit den Referenzmarkt irgendwelche technische Probleme, sodass jetzt hier in Germany 30 erstmal kein Handel da ist. Ist bisher nicht so schlimm, weil sich der SPX mehr oder weniger mal ein bisschen auf, ein bisschen abwärts bewegt hat. Aber gut, kommen wir zurück zu dem Thema R. Ihr habt im Orderbuch von, oder beziehungsweise im Order-Ticket von CMC einen großen Vorteil. Wenn, und das soll jetzt keine Empfehlung sein für Long oder Short, ich muss sowieso hier irgendwas nehmen, was gehandelt wird. Also wenn ich habe 100 Aktien von ThyssenKrupp und jetzt Long oder Short ist egal im Grunde. Ich gehe mal mit einem Long-Beispiel. Das soll keine Empfehlung sein für einen Kauf, aber ich nehme jetzt mal die Long-Richtung. So, und ich habe mein R bei einem 2.000-Euro-Konto auf 1% eingestellt. Also ist 1% von 2.000 Euro Kontogröße ist 20. So. Bis zum Stop-Loss will ich also 20 Euro verlieren. Dann gebe ich hier 20 ein. Dann setze meinen Stop auf 5,82 bei einer Anzahl von 100 Aktien. Jetzt ist der Stop bestimmt worden durch das Risiko. Ja, das sollte ja nicht der Fall sein, sondern mein Stop sollte bestimmt sein durch mein Trading-System. Ja, also wenn ich sage, 5,50 ist mein Stop, dann wäre das Risiko schon 52. Dann müsste ich hier also zum Beispiel ein bisschen rumspielen, bis das hier die Anzahl quasi wieder 20 entspricht. Das wären also 38 CFDs, ja, die ich handeln kann. Würde dann zum Stop 20 Euro verlieren oder 19,92, bin dann bei einem R. So. Jetzt ist die Frage, mein CRV, Chance-Risiko-Verhältnis, weiterer wichtiger Punkt. Was ist das Durchschnittliche, was ich verdiene mit dem, was ich mache? Also wenn ich bei 6 Euro reingehe, 50 Cent Stop habe, dann würde ich nach oben bei 6,52
hätte ich quasi diese 20 Euro verdient, ungefähr. Ja. Ist natürlich gucken, dass hier bei der kleinen Trade-Größe 5 Euro Kommission dazukommen. Das ist zwar eine fixe Kommission, stückzahlunabhängig, aber es ist auch die Mindestkommission, sodass ich mit den kleinen Stückzahlen bei einer Aktie ein Problem habe, weil ich die 5 Euro eben natürlich auch zu meinem Verlust dazu rechnen muss, ja, und auch vom Gewinn abziehen muss. Aber mal einfach die Rechnung ohne Kommission gemacht, wäre ein CRV, Chance-Risiko-Verhältnis von 1. Ich verdiene nach oben rund 20 Euro, verliere nach unten rund 20 Euro. So, wenn ich jetzt eine Trefferquote habe von über 50%, dann kann ich so handeln. Wenn ich eine Trefferquote habe von unter 50%, dann werde ich ja öfter 20 Euro verlieren als 20 Euro gewinnen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man sein System kennt, dass man das definieren kann und auch möglichst genau weiß, das Setup, wenn ich das handle, wenn ich das so und so handle, es muss genau mit Einstieg und so weiter definiert sein, dann habe ich eine Trefferquote von X Prozent. Und davon muss ich dann eben auch ableiten, was ist im Durchschnitt die Gewinnerwartung pro Trade. Also das Wievielfache meines Risikos verdiene ich normalerweise. Und dann kann ich da eben mit diesen Zahlen herumspielen. Und das ist ein Prozess, den jeder Trader unbedingt gemacht haben sollte, sich durch dieses, was ich jetzt grob umrissen habe, durchgearbeitet zu haben. Also es geht im Grunde nicht darum, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt ein SPX und meine Standardgröße für SPX, weil halt alles andere macht mir keinen Spaß, ist halt zum Beispiel, was weiß ich, 200 CFDs und dann gehe ich einfach Market rein, ja, weil ich jetzt gerade Lust habe. Habe also überhaupt gar kein Verhältnis zu meiner Kontogröße. Was ist mein R? Wo ist mein Stop? Was ist ein CRV? Was ist meine statistische Erwartbarkeit dessen, was ich mache? Das ist also ganz, ganz wichtig, Statistik und sich durch die Zahlen gewühlt zu haben, dessen, was man tut. Weil man braucht unbedingt etwas Replizierbares, weil ich will ja, also zumindest mir geht es so, traden nicht nur heute und auch nicht nur morgen, sondern für den Rest von meinem Leben. Und es wird sicherlich nicht das System geben, das immer funktioniert. Märkte verändern sich, aber ich weiß auch nur dann, ob ein System noch funktioniert oder nicht, wenn ich was Replizierbares mache, wenn ich also immer das Gleiche mache und dann eben Abweichungen feststellen kann. Wenn ich jeden Tag was Neues mache, dann weiß ich ja nicht, bin ich hier richtig unterwegs oder eben nicht. Also derzeit ist hier kein Handel. Es gibt hier Probleme im Xetra-Bereich. Eurex hat das gemeldet. Es kommen also keine Quotes vom FDAX, vom DAX Future. Daher ist der Germany 30 derzeit nicht handelbar. Das ist kein Problem von CMC Markets, sondern ist der Referenzmarkt. Die Eurex hat nur gemeldet um 9:26 Uhr. Test Service on Partition 10 ist down. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt nach technischen Problemen. Der TES-Dienst auf der Partition 10 ist abgeschmiert. Eine Partition ist normalerweise ein Bereich von einem Server oder von einer Festplatte, der bestimmten Speicherclustern zugeteilt ist. Also kurzum, es kommen keine Quotes, der Referenzmarkt steht still, wird nicht gehandelt.
Rainer Dachser, wäre das sinnvoll, jetzt ein paar Worte zum Gold? Jawohl, also Gold befindet sich unverkennbar in einer dynamischen Welle. 1, 2, wenn man sich das übergeordnet anschaut, 1, 2, und wir sind übergeordnet jetzt in einer Welle 3 aufwärts. Ja, also wenn man die Elliott-Wellen bemüht, ich bin ein großer Fan von Elliott-Wellen, und habe die runtergebrochen auf eine 1, 2, 3. Und beim Gold 1704 ist hier die 100% Extension aus diesem 1, 2, 3 Tief. Das ist der Monatschart. Und darüber wäre 1907,29 möglich, was hier schon im Bereich ist von dem Allzeithoch. Gleichzeitig haben wir den Punkt 2 aus dem 1, 2, 3 Top, dass wir nicht reaktivierten. Ja, wir haben ein altes 1, 2, 3 Top an der Stelle. 1, 2, 3 Top. Das war erst ein Widerstand und ist jetzt in einem Ausverkauf als Unterstützung bestätigt worden. Und der bullische Druckaufbau, der daraus kommt, führt jetzt zu einem höheren Hoch. Solange wir also über 1704 sind, wäre Möglichkeit, dass wir weiter ansteigen. Ein Unterschreiten der 1704 könnte wieder Nervosität in den Goldmarkt bringen. Und das kann man natürlich jetzt auch in einer kleineren Zeitebene sich anschauen. Der Stundenchart bringt hier jetzt bisher so eine Serie aus einer 1, wieder eine 1, also immer wieder höheres Hoch. Daraus kann eine 1, 2, 3 werden, Trendwendemuster, solange das nicht der Fall ist. Sind wir jetzt hier in der impulsiven Bewegung aufwärts beim Gold. Also es gibt nach wie vor ein technisches Problem am Referenzmarkt. Jetzt kommt wieder ein Tick rein. 10,680 im Kauf, 10,677,21. Es gibt ein technisches Problem am Referenzmarkt. In der Eurex, da kommen keine Kurse. Es ist hier ein System anscheinend abgestürzt. Um 9:26 Uhr an der Eurex, also der FDAX ist nicht handelbar. Uhr kam jetzt gerade die Meldung, aufgrund einer technischen Störung steht das Eurex T7-System derzeit nicht zur Verfügung. Wir untersuchen die Störungen und werden Sie informieren. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Market Supervision. Das ist auf der Webseite der Eurex zu lesen. Also da hat sich was verabschiedet. Ein System, technisches System, was den DAX Future angeht. Also der ist ja auch die Basis für den Germany 30 Cash CFD. Es scheinen ja einzelne Quotes reinzukommen. Das
vielleicht immer wieder Kursfeststellungen, die man vielleicht mit einem Backup-System macht. Ich kenne mich da nicht aus, deswegen halte ich mich da zurück. Derzeit auf jeden Fall kein Handel im Referenzmarkt. Ist bisher nicht so schlimm. Also was heißt nicht so schlimm? Natürlich ist es schlimm, wenn man nicht handeln kann, aber zumindest ist jetzt groß dramatisch, seitdem das passiert ist, nicht so viel passiert. 9.26 Uhr ist das Problem aufgetreten. Moment. Ja, also 9.26 Uhr wurde zumindest gemeldet. 9.25 Uhr scheint das Problem da gewesen zu sein. Das heißt, der Fixpunkt ist 9.25 Uhr. Ist diese vertikale Linie. Ja, SPX bisschen drüber, bisschen drunter. Insgesamt dort stehen geblieben, bisschen drunter unter dem, wo es die Probleme gab oder die begonnen haben. Wenn jetzt in der Zwischenzeit Kurse irgendwo angeboten werden, dann sind das Kurse ohne Referenzmarkt, ohne dass das Volumen dahinter steht. Das ist dann zwar nett gemeint, aber birgt auch das Risiko, dass wenn dann Kurse da sind, es dann einen Sprung in den Kursen zum Referenzmarkt zurückgibt. Also Info ist jetzt eurexchange.com. Also die Webseite der Eurex, das ist die Terminbörse, in der der DAX Future gehandelt wird. Dort findet aufgrund von technischen Problemen gerade kein Handel mit dem DAX Future statt. So Sachen passieren. Jedes IT-System, noch gut, so gut gewartet es sein mag, kann abstürzen. Wichtig in solchen Situationen, welche Lehre kann man daraus ziehen? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles schlimm und kann jetzt dann sich beschweren, aber man als Trader muss man lösungsorientiert denken. Lösungsorientiert denken heißt, wenn es jetzt passiert, dass bei der Eurex ein System abschmiert, ich bin jetzt in einer großen Position, was mache ich? Da sitzen nun Bippern, ja. Was anders geht dann erstmal nicht. Oder man hat einen zweiten Broker zur Verfügung. Das kann eine Lösung sein. Auf der rechten Seite sieht man ja, der SPX handelt weiter. Ich hätte also jetzt die Chance, einen Hedge aufzubauen, also neutral zu stellen, diese Position, durch den SPX. Ja, wenn ich im DAX jetzt eine offene Long-Position habe, dann bewerte ich die und baue die Gegenposition im SPX auf. Das wird nicht dazu führen, dass man einen perfekten Ausgleich hat. Aber man weiß ja grundsätzlich, okay, der SPX und der DAX sind mehr oder weniger Gleichlauf. Und sollte jetzt der SPX sich groß verabschieden in die eine oder andere Richtung, dann hätte ich jetzt in dem Umfeld die Chance, eine Gegenposition aufzubauen. Wenn ich das nicht habe, dann ist halt, dann bin ich da ein bisschen auf Gedeih und Verderb jetzt dem ausgeliefert, was in der Zwischenzeit passiert, bis zur Wiedereröffnung, bis die also die technischen Probleme gelöst haben. Ja, das ist die konstruktive Antwort auf dieses Erlebnis, das wir jetzt alle gerade haben. Zu gucken, dass eben man eine Ausweichmöglichkeit hat.
Vorteil bei CMC Markets ist, dass man beide Märkte handeln kann. Aus einer Plattform raus kann ich also den CFD auf den Germany 30 wie auch auf den SPX handeln. Habe also hier mit einem Klick auch die Möglichkeit, Hedges aufzubauen, sollte ich mich dazu entscheiden. Gold macht, versucht sich an einem höheren Hoch. Ja, per Tick war das ein höheres Hoch bereits. Bartek fragt zu Öl. Also bei WTI ist die Situation die, dass wir hier dieses 1, 2, 3 Trendwendemuster haben. Und also der 1, 2, 3, mal kurz den Boden bestätigen, haben höhere Hochs gemacht. Und jetzt steht hier ein Test der 21,62 an. Ja, 61,62. Ich weiß nicht, ob das kommt, dass wir dorthin laufen, aber wenn wir dorthin laufen, wird es charttechnisch interessant zu schauen, ob wir an der Stelle dann eine Unterstützung ausbilden oder nicht. Also hier bitte mal drauf achten, ob wir hier einen Support bilden. Sollte da quasi dieses Niveau halten, hätten wir dann hätten wir die Chance zu sagen, okay, der Boden ist intakt. Und wir könnten uns dann an den Fibo-Markt nach oben orientieren. Also Entscheidung steht an der 21,62 im Rohöl-WTI-Cash an. Das muss man abwarten und das dann neu bewerten. Werde ich dann in der Sendung natürlich auch tun. Beziehungsweise heute Nachmittag mir dann WTI auch nochmal anschauen. Joshua fragt, hat schon eine News, was los ist? Also 9.26 Uhr. Seither gibt es technische Probleme bei der Eurex. Der DAX Future wird nicht gehandelt. Hier lässt sich bisher auch nicht absehen, wann die Probleme wieder behoben sind. Infoquelle ist die Webseite der Eurex, die Terminbörse, an der der DAX Future gehandelt wird. Ich klinke mich an der Stelle aus, sage vielen Dank fürs Einschalten an diesem ersten Handelstag nach Ostern. Ich bin heute Nachmittag 15.15 Uhr wieder da zur US-Börseneröffnung. Habt eine gute Zeit bis dahin. Servus.